Deutschenfeindlichkeit an deutschen Schulen. Domitian E. aus Berlin wurde gemobbt, weil er Deutsch spricht. Er wechselte vom Gymnasium auf die Realschule. Von 29 Schülern in seiner Klasse waren nur 2 Deutsch. Also am ersten Tag bin ich hingekommen, neutrale Meinung, hatte die Schüler noch nicht gesehen, war also sozusagen das Neue für mich. Hab dann gleich von hinten irgendwie Zurufe bekommen, der sieht ja voll schlau aus, was macht der hier? Mir schon gedacht, okay, mal gucken, was einen hier erwartet. Und ich habe noch ganz normal gesprochen, wie es gewohnt war vom Gymnasium. Ich dachte, es wäre normal. War es anscheinend in der Klasse nicht. Da meinten sie ja, wenn du nicht so sprichst wie wir, wirst du hier nicht akzeptiert und mag dich hier niemand. Domitians Mitschüler sprechen sogenanntes Kanak-Deutsch. Deutsch mit ausländischem Akzent und verdrehter Grammatik. Domitian fühlt sich unterfordert. Die verbalen Attacken und Hänseleien nehmen zu. Der 15-Jährige wird krank. Es hat sich dann nur geäußert, dass ich durch Erbrechen nach der Schule oder dann noch eine Grippe nicht zur Schule gehen konnte. Beziehungsweise es auch nicht besser geworden ist mit dem Gedanken an die Schule, dass ich da bald wieder hin muss. Ja. Domitians Mutter ist besorgt und sucht das Gespräch mit der Lehrerin. Also erstmal wurde ich in den ganzen Dingen dann bestätigt durch den ersten Elternabend. Also wir haben dann bei den Eltern eben gemerkt, wie es mit den Schülern ist. Also die Eltern sind auch selbst mit ihren Kindern auch nicht klargekommen. Also da haben wir auch diese Situation bemerkt. Dann durch die Klassenlehrerin, die also auch die Schulsituation schilderte und die uns dann im Gespräch nahegelegt hat, dass Domitian die Schule lieber wechseln sollte, weil sie das auch so sieht, dass er eben, also dass es ihm sehr schlecht geht und dass er auch keine Leistung dadurch zeigen kann. Inzwischen hat Domitian wieder die Schule gewechselt und hofft auf einen Neuanfang. Ich habe jetzt die Erfahrung vom Gymnasium, dass 1, 2, 3 Ausländer, sonst nur Deutsche, alle haben sich super verstanden. Und ich denke, ich hoffe, das wird auch wieder so. Ich da auch Freunde finde, mit denen ich gut reden kann. Und der Unterricht natürlich entsprechend anspruchsvoll auch. Domitian ist kein Einzelfall. Die Bildungsgewerkschaft GEW hat kürzlich zu einer Tagung zum Thema Deutschenfeindlichkeit in der Schule geladen.